So, guten Tacho. Ich habe hier ein hübsches kleines Paket. Und das packe ich jetzt mal aus. Und ich denke, da sollte meine Drohne drin sein. Keine Ahnung, was das für eine Umverpackung ist. Ich habe die Drohne auch nicht neu gekauft. Ich habe einen richtig, richtigen Schnapper gemacht. Und ja, ich packe sie jetzt mal aus, Leute. Ah, sogar mit UVP, also Originalkarton dabei. Finde ich schon mal geil. Bin echt gespannt, wie so ein Ding. Ich habe so ein Ding noch nie in der Hand gehabt, so eine Drohne. Noch nie. Oh. Uiuiuiui. Das hier müsste ja Ladekabel sein. USB Typ C und normal USB. Okay. Dann haben wir hier so ganz viele kleine Schnipselchen. Ja, die ist schon mal geflogen, das sieht man. Die kleinen. Oh, ich habe schon Angst, die kaputt zu machen. Alter, wie das aussieht. Guckt mal, wie groß meine Hand ist und wie klein diese Drohne ist. Das ist ja heftig. Da bin ich mal echt gespannt, ey. Da werde ich mir auch ein paar Tipps holen, wahrscheinlich von Micha Makovic. Der ist ja schon ein paar Mal geflogen mit so einer Drohne. Ich glaube, der hat genau die gleiche. Was, Micha, du hast, glaube ich, genau die gleiche. Ich guck mal, was da noch drin ist. Ja, ich filme hier gerade mit dem Handy und habe auch nur eine Hand gerade jetzt hier frei. Hier wird wahrscheinlich so Verpackungszeug drin sein, oder? Ah, das ist dann die Fernbedienung. Aha, das lege ich mal hier hin. Dann werden hier wahrscheinlich noch die Sticks drin sein. Dann kann ich das irgendwie rausheben. Hier haben wir. Ah, das sind, glaube ich, die Verbindungskabel zum Handy, beziehungsweise. Ne, warte mal. Keins für iPhone dabei. Hier sind die Sticks. Da, zack. USB-Typ C, USB-Typ C und. Verdammt. Micro-USB, aber kein für iPhone. Das heißt, da muss ich mir noch was bestellen. Dann kann ich sie gar nicht ausprobieren jetzt. Hier sind noch Ersatz-Rotorblätter. Ja, ein bisschen Original-Werkzeug wahrscheinlich, um die Rotorblätter zu wechseln. Ach, das ist ja jetzt. Naja, muss ich mir wohl so ein Käbelchen hier noch bestellen. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Denke ich mal, gehe ich zumindest von aus. Oder ich muss das Handy von meiner Frau mal ausprobieren. Naja, das ist auf jeden Fall die Drohne hier. Die kleine. Die Sticks schraube ich gleich mal drauf und dann mache ich mal mit meiner anderen Kamera noch ein paar Aufnahmen. Mit der guten Nikon. So, wir haben jetzt hier die Fernbedienung. Ich muss jetzt mal gucken, ungefähr, dass es scharf ist. Das ist hier. So, und ich kann das jetzt hier hochziehen. So. Und was ich gesehen habe, hier hinten, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig fokussiert ist oder nicht bei euch, da kann ich ein Kabel rausziehen. Ich mache das mal kurz. Und zack, haben wir hier schon das iPhone-Kabel drin, also das Lightning-Kabel. Perfekt, also muss ich doch kein neues kaufen.
Das habe ich nämlich gerade entdeckt. Geil, ey. Da bin ich mal gespannt auf die ersten Aufnahmen. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt unten auf den Knopf drücke. Sieht das Ganze jetzt aus auf meinem Handy?